Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeigte sich der DAX weiterhin sehr robust und hielt sich sehr, sehr lange im Bereich seines Rekordhochs auf, was er ja erst am vergangenen Freitag bei 12.390 Punkten aufgestellt hatte. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die relevanten Konjunktur- und Unternehmensdaten werfen, die den Aktienmarkt am Dienstag, dem 14. April 2015, bewegen könnten. Da geht es los um 8 Uhr in der Früh mit den Großhandelspreisen hier in Deutschland. Die Entwicklung selbiger im Monat März wollen wir dabei überprüfen. Um 11 Uhr folgen dann Daten zur Industrieproduktion im Euroraum, ehe es dann um 14.30 Uhr speziell in den Vereinigten Staaten von Amerika interessant wird mit der Entwicklung der Erzeugerpreise. Zum einen hier die Daten aus dem Monat März und dann ebenfalls um 14.30 Uhr kommt der Einzelhandelsumsatz aus dem Monat März. Und dieser ist besonders relevant für den privaten Konsum in der größten Volkswirtschaft der Welt. Und dieser hat ja maßgeblichen Einfluss zu 2/3, nämlich in etwa auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt in den USA. Deswegen sind diese Daten besonders wichtig. Einige Unternehmen werden auch Quartalszahlen vorlegen. Unter ihnen sind dann zum Beispiel Intel, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, Wells Fargo und auch hier in Deutschland die Gerresheimer AG.